Hi zusammen, hier ist Pavel, schöne Grüße aus Hannover. Calumet hat in Hannover eine Filiale eröffnet und das schauen wir uns jetzt an. Bleibt dran! Das sieht schick aus, guck mal, die Luftballons, das ist noch von der Eröffnung. Wir gehen jetzt aber rein. Philipp, hi. Hey, Pavel, moin. Wie geht's? Alles gut? Ja, auf jeden Fall. Philipp, endlich Calumet in Hannover. Ja. Super Geschichte, oder? Wurde Zeit, oder? Ja? Wurde Zeit, genau. Früher ist man wieder nach Frankfurt gefahren oder nach Hamburg und jetzt hier. Und als Hannoveraner freue ich mich total, dass wir jetzt Calumet hier haben. Ich bin auch froh, hier zu sein. Wir haben uns das auch gründlich überlegt und waren überzeugt davon. Und deswegen haben wir es gemacht. Ja, ja. Sag mal, es gibt natürlich auch andere Läden. Was zeichnet Calumet genau aus? Warum ausgerechnet Calumet? Ja, guck mal, Pavel, das fällt dir eigentlich schon auf, wenn du reinkommst. Wir haben eine ganz klare Linie hier im Laden. Wir haben einen schicken, modernen Ladenbau. Wir haben tolle, moderne Produkte. Wir haben ganz viel Service-Dienstleistungen. Wir haben ein Vollprogramm. Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Ihr habt natürlich auch Rennservice. Das ist natürlich eine super Sache. Ja? Also ja, ja. Bei uns bei den Workshops gibt es speziell zum Beispiel Tierfotografie-Workshop im Zoo. Mhm. Einige Leute kommen im Zoom, mit dem Zoom, zum Beispiel 70-200, mhm, und sagen, ah, jetzt hätte ich ganz gerne so 500-600 mm, das reicht nicht. Ja. Und viele scheuen jetzt ein Teleobjektiv zu kaufen, weil sie sagen, okay, ich nutze das nicht so oft. Ja. Genau, da kommen wir ins Spiel. Hast du völlig recht. Genau das. Ja. Bei uns kann man die Sachen mal renten, ausprobieren, bevor man sie kauft. Dieser Rent ist zwar grundsätzlich erstmal so angelegt, dass wir den Profi unterstützen wollen, dass er auf seiner Produktion das Equipment, was er so selber sich noch nicht angeschafft hat, einfach mal dazu holen kann. Aber natürlich kann auch jeder, der hobbymäßig oder einfach privat interessiert ist an Fotografie, sich bei uns Sachen ausleihen und so dem Produkt mal näher kommen, bevor er den großen Schritt zum Kauf gegangen ist. Ja, das ist genau das, was viele mich fragen, ja, was sagst du zu dem und dem Objektiv? Und ich sage dann immer, okay, ich kann das nicht beurteilen, weil ich kenne schon sehr viele Objektive, aber alle nicht. Und da ist natürlich die Möglichkeit, dass er sagt, okay, also ich möchte ein Objektiv austesten, da kommt er zu Calumet, leiht ein Objektiv für ein paar Tage, ab wie viel Tag, ab einem Tag oder? Ab einem Tag, auf jeden Fall. Ja. Also wer möchte, also wir haben da keine fixen Zeiten, man kann auch einen Halbtag machen, wenn man möchte. Ja, ja, na, das ist natürlich super, da kommt einfach hierher, guckt euch das Objektiv an, leicht für einen Tag aus und dann wisst ihr schon Bescheid, braucht er das oder braucht das nicht. Ja. Ja. Das Ganze ergänzen wir natürlich auch durch unser tolles Demo-Line-Up. Mhm. Ne? Also wir haben ja nicht nur den Rent selber, wir haben ja auch ganz viel Ware so zum in die Hand nehmen und das sind keine Dummies, das ist alles echtes Equipment und auch da kann man schon mal die erste Tuchfühlung aufnehmen, bei den Artikeln, die wir zum Beispiel so nicht im Rent haben. Und noch eine Frage, es gibt Hobbyfotografen, du weißt, dass die Hobbyfotografen besser ausgestattet sind als die Profis. Oft genug. Also wir kennen das, also wir wechseln unsere Kameras nicht so oft, weil bei uns müssen die Kameras arbeiten, die müssen sich amortisieren. Bei Hobbyfotografen ist das anders, deine Leidenschaft und viele sagen, okay, ich möchte nächstes Jahr eine neue Kamera kaufen. Genau. Und da kann man die alte wahrscheinlich bei euch in Zahlung geben. Wir nehmen auch tatsächlich Fotoequipment in Zahlung, sofern es denn technisch einwandfrei ist. Wir stufen das ein, wir zahlen da faire Preise, die dem Markt entsprechen und verschaffen so auch einer Käuferschaft, die selber nicht das ganz große Geld für Neuware in die Hand nehmen möchte oder kann, einen erleichterten Zugang zu noch immer tollen Equipment. Okay, super. Nee, das finde ich großartig. Philipp, sag mal, Pandemiezeit. Ja? Viele haben gesagt, okay, wir machen Online-Geschäft. Warum jetzt ausgerechnet zu Pandemiezeiten, also die ist noch nicht vorbei, leider, warum zu Pandemiezeiten jetzt so einen Laden eröffnen? Man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Wir bieten beides an, ein tolles Online-Sortiment mit einem schnellen Zugriff und schnellen Informationen von zu Hause aus. Aber oft genug gibt es ja dann doch den Fall, dass man sagt, ich möchte vorm Kaufen nochmal die fachliche Beratung durch kompetente Verkäufer. Ich möchte das Produkt nochmal in die Hand genommen haben, wissen, wie sich das für mich anfühlt. Passt die Kamera zu meiner Hand? Passt das ganze Feeling? Passt der schicke Rucksack zu meinem typischen Kleidungsstil? Also es gibt unheimlich viele Punkte dafür, die Ware nochmal zu sehen, bevor man sie kauft, nochmal auszuprobieren und sich dafür oder dagegen zu entscheiden am konkreten echten Objekt. Weißt du, bei uns ist das genauso, als die Pandemie losging, da haben wir viele Photoshop-Workshops oder Lightroom-Workshops auf online umgestellt. Das war natürlich super, viele Leute haben teilgenommen. Und viele haben gesagt, also wir möchten doch die Live-Workshops haben. Ja. Und jetzt, wo wir wieder Stadtfotografie-Workshops anfangen, waren es in Stuttgart, in München, jetzt fliegen wir nach Wien. Toll. Das ist natürlich ein Feeling, wo man sagt, okay, also live ist live. Und genau das live gleiche ist live bei euch natürlich. Ja? Absolut. Ja, ja, genau so.
Ja, wenn man bei Calumet reingeht, man sieht sofort, gut, das ist eine strukturierte Sprache. Also wir haben hier alles in Calumet-Farben, schwarz und rot, man findet alles sofort. Es ist alles da, was man braucht. Man hat nicht lange zu suchen, trotz großen Sortiments. Ja, Philipp? Komm, jetzt gehen wir mal shoppen, oder? Ich liebe shoppen. Guck mal, hier war zum Beispiel die tollen Produkte von Peak Design. Die kennst du bestimmt, oder? Ja, klar. Also das hier zum Beispiel, also Capture, Kamera, Clip, das ist das, was die Leute uns immer fragen. Ja. Was trägst du am Rucksack? Also das ist kein Schmuck, sondern das ist eine super praktische Kamerahalterung. Und ich habe sogar zwei. Und ich habe gesehen, die gibt es sogar in Silber. Ja, ja, super, super geil. Ne? Ja, also das heißt, man kann die Kamera schnell mal am Rucksack abhängen und irgendwas machen, was anderes. Und die Kamera dann wieder rausholen. Und da gibt es so eine Sicherung. Man dreht einmal, sodass die Leute mit flinken Fingern die Kamera einem nicht wegreißen können. So sieht's aus. Also speziell in Spanien, da werden die Kameras ganz gern geklaut. Ah, ist das so? Ja, ja, natürlich. War und ich noch gar nicht. Deshalb war so. Nee, aber es ist ein durchdachtes Produkt. Ich finde es super, es ist hochwertig produziert. Es war, glaube ich, das Startprodukt von Peak Design. Mhm. Und inzwischen haben die eine ganze Menge Produkte, wie auch hier zum Beispiel diese Kaffhandschlaufe. Die haben auch ein Produkt, nicht nur ein tolles Produktdesign, auch ein tolles Verpackungsdesign. Du kannst dir alles vorher angucken. Hier mit diesen kleinen Anchor-Clips, ne? Die sind, ja, das sind diese übrigens, ja? Genau, also das ist ein Pack, wenn man ein paar verloren hat mal. Aha, super Sache. Die nutzen wir übrigens auch. Also bei uns ist es so, ich bin ein sehr akkurater Mensch. Ich trage die Kamera immer mit Handschlaufe. Mich und nicht, das heißt, rottet die Kamera permanent. Aber ich darf keine neue Kamera kaufen, aber ist egal. Ich nutze das hier und das funktioniert super, weil die Kamera ist dann wirklich gesichert. Ja? Gibt es übrigens in Braun und in Schwarz, glaube ich. Ja? In Schwarz müsste es auch geben, ja. Ja, ja, aber ist okay. Auf jeden Fall super tolles Produkt. Pavel? Ja? Komm mal her. Guck mal, ich will dir mal was zeigen. Das sieht aus wie Fledermaus. Ja, ja, das ist auch, ja, Nacht ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn es geht hier um Licht. Das ist eine mobile Softbox, die wir selber im Sortiment haben, ist ein Eigenprodukt von Calumet. Okay. Total praktisch und so leicht im Aufbau, dass auch derjenige, der da bislang noch Scheu hatte, Lichtformer zu verwenden, sich nicht zurückhalten muss. Und zwar für Systemblitze und zwar total universal. Reinhängen, klacken, fertig. Also für jeden Hersteller? Für jeden Hersteller. Ja? Da passt alles rein, was du so an Systemblitzen hast. Ganz schnell aufgestellt. Man kann zum Beispiel draußen sagen, okay, also es ist schon Abendlicht und können Model fotografieren zum Beispiel. Einfach schöne Familienfotos machen, Hochzeiten und so weiter. Schatten ausleuchten, ganz genau. Und das ohne großen Aufriss, ohne große Blitzanlage. Und da gibt es in verschiedenen Größen, habe ich gesehen, ja? Also das ja, ist wir haben jetzt da 20er verschiedene. Genau, und die ist ziemlich neu in der Variante, ja. Die 24er auch. Aha, genau. Okay. Und was kostet der Spaß? Ja, das steht hier gut ausgewiesen auf der Box. Ja, ich brauche meine Lesebrille. Ah, 149 Euro. Das geht aber. Das geht. Das ist völlig okay dafür, dass du ja, quasi Studiotechnik mobil hast. Ne? Guck mal, hast du das schon gesehen? Relax Thing. Eine tolle neue Marke, die wir seit einiger Zeit jetzt aber im Moment schon im Programm haben. Ich finde sie total toll, weil sie bringen eine gute, wie soll ich sagen, ja, eine gute Materialauswahl, ein gutes Produkt mit einem richtig tollen Design zusammen. Diese haben endlich auch mal Farbe im Fotobereich. Es gibt nicht nur diesen metallischen Grün-Schwarz-Ton. Mhm. Du kannst es auch Obwohl, richtig. Sieht schon schick aus. Der ist schon schick, der passt zu deiner Hose, finde ich. Ja, ja, genau. Aber du kannst auch richtig auf Kontrast gehen. Ja. Knalliges Kupfer. Also das hier, Micho, das wäre ein Grund, später Sony Alpha 7C zu kaufen. Ja, das übrigens, ich passt auch. Das zu Sony oder ist das universal? Das passt, das ist ein Universal. Winkel. Mhm. Es gibt aber auch eine ganz breite Produktpalette, die haben alles mögliche. Aber dieser hier ist auf jeden Fall universal. Aha, okay. Also das heißt, wenn man zum Beispiel große Hände hat und kleinere Kamera, zum Beispiel Alpha 6000er Reihe. Mhm. Die Kameras sind klein und viele Leute sagen, okay, für meine Hände ist einfach zu klein. Da kann man zum Beispiel mit dieser Schiene erweitern. Und du kannst vor allem auch ganz schnell auf dem Stativ um von dem Querformat aufs Hochformat. Ah, okay. Ne, das ist ja jeweils eine Schnellkupplung. Ja, ich sehe gerade, das ist Arca Swiss, natürlich. Genau, das ist Arca Swiss kompatibel und zack, hast du einen anderen Winkel, ohne dass du viel rumfummeln musst. Ah, okay, super. Mhm, finde ich auch. Finde ich schön. Und hier gibt es noch so einen Schlüssel? Genau, die werden direkt mit dem Werkzeug zur Montage geliefert. Ein kleines Stoffsäckchen ist auch dabei, glaube ich, eher fürs Werkzeug. Aber auf jeden Fall ein durchdachtes Produkt. Und die stellen nicht nur sowas her, die haben auch richtig tolle Stative.
Ist das das hier? Ja, und das setzt diese Idee der tollen Farben fort, ne? Ja, ich finde das gut, dass man jetzt im fotografischen Bereich auch ein bisschen mehr Farbe vertragen kann. Ja? Total. Weil früher Fotografen alle schwarz gekleidet, schwarze Kameras, langweilig. Ja? Jetzt das war ja ist alles. Das fühlt sich übrigens sehr gut an. Das fühlt sich gut an, ne? Das geht Farbe. Auch schnell rein, raus. Ja, ja. Da können die öfter mal hakeln von anderen Herstellern. Das ist gut gemacht, ich finde es super. Und das knallige Blau hier oben. Ja, auch gleich mit Schlüssel. Auch gleich mit geniale Sache. Und sogar mit Graffiti. Auch mit Graffiti. Cool. Philipp, wir sind jetzt an so einem Altar angekommen. Ja? Das so kann so man das mal nennen, ja. Fotos auf verschiedenen Papieren ausgedruckt. Das ist für viele Fotografen auch ein interessantes Thema, weil man kauft Papier zum Beispiel online und man weiß nicht, wie es sich anfühlt, welche Farben das sind. Ja? Genau, da sind wir genau an dem Punkt, dass so ein Shop vor Ort auch Sinn macht, auch neben dem Onlinehandel. Weil es jetzt hier wirklich um den Aspekt geht, feel the paper, also wirklich mal zu erleben, dass das ist etwas, was dir online nicht bieten kann, die Erfahrung, wie sieht das vom Nahen aus, wie fühlt sich das an. Ja. Da haben wir hier ein schönes Line-up von Hahnemühle, was ja auch ein regionaler Anbieter ist, wie ich festgestellt habe. Die sitzen nicht weit von Hannover. Ja, echt? Das wusste ich nicht. Die Ortschaft Dassel, irgendwie 50, 60 Kilometer direkt unter uns. ganz tolles Unternehmen, die uns hier auch toll supportet haben mit ihren toll gedruckten Proben. Da kommst du mal wirklich dazu, dass das Papier vom Nahen zu sehen, den unterschiedlichen Reflexionsgrad, die Tiefe des Schwarz, wenn man mal einen Schwarz-Weiß-Ausdruck macht. Und das ist hier unmittelbar erfahrbar mit dem Auge, mit den Fingern, mit dem Fühlen. Mhm. Und wir haben natürlich neben Hahnemühle auch unsere tolle Eigenmarke Brilliant, die für einen guten Preis auch eine sehr gute Qualität bietet. Und ja, das sieht schon sehr groß aus. Das ist schon großformatig. Das wow. ist A2, ja. Aha. Ja, aber wir haben die Kunden, die auch so groß drucken möchten. Ja. Ist ja auch mal so eine Gegenbewegung zu dem Ganzen auf dem Smartphone, wo dann super hoch aufgelöste Fotografien nur auf wenigen Pixeln dargestellt werden. Instagram, ne? Ja. Da sieht man dann auch mal den Unterschied der verschiedenen Sensorformate, wenn man einen großformatigen Ausdruck hat. Ja, das heißt also, der Kunde kann zu euch zum Beispiel mit einer Datei kommen, das Bild drucken lassen, das macht er, oder? Tatsächlich eher nicht. Also in dem Bereich nicht. Wir beraten da, wir haben da auch tolle Drucker. Das ist auf jeden Fall ein Segment, das wir gerne bedienen und wo wir auch fachliche Kompetenz mitbringen. Mhm. Ein Druckservice in der Form bieten wir nicht über die Shops an, aber wir haben da tolle Kooperationspartner und wir haben halt alles, was man braucht, um selber zu drucken. Und da wollen wir den interessierten, geneigten Kunden hinbringen, dass er zu Hause quasi sein Fotodrucklabor selber bestücken kann. Ich sehe gerade, also nicht nur Papier, was du schon erwähnt hast, Hahnemühle und Eigenmarke, sondern auch verschiedene Druckerpatronen. Genau. Also da kann man alles bei euch holen, ja? Ja. Okay, super. Sind wir voll aufgestellt für. Perfekt. Philipp, ich habe zwar nichts gekauft, aber ich komme wieder. Wie heißt das nochmal? Hasta la vista, Baby. Hasta la vista, Baby. Schön, dass du da warst, Pavel. Ich habe mich gefreut, dich im Haus gehabt zu haben. Ich habe mich auch tierisch gefreut. Vielen Dank. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Danke dir. Und wenn jemand aus Hannover fragt oder aus der Umgebung, wo kann man tolle Sachen kaufen oder mieten, dann werde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja. Schön, dass du uns auf dem Schirm hast. Super, danke dir. Gerne. Bis zum nächsten Mal, Pavel. Bis zum nächsten Ciao, Mal. Mio. Ciao. Pavel, hast du nicht was vergessen?